hier. Hey, komm her. Führer bei der Hundestaffel des Roten Kreuzes. Bin seit 2014 bei der Hundestaffel und diese Woche trainieren wir mit unseren Hunden hier im Raum Vierzmus, Rossbrand, Ausbildung, Lawine. Wie wird man ein Lawinensuchhund? Das ist eine Ausbildung, die wir hier jedes Jahr trainieren, wo sie dementsprechend ausgebildet werden in der Suche bzw. wie sie graben müssen, wie sie anzeigen müssen. Und das wird hier einmal im Jahr trainiert. Und wie schaut im Detail die Ausbildung für einen Lawinensuchhund aus? Also grundsätzlich ist es so, dass man die Hunde schon ab dem Welpenalter ausbilden kann. Das wird spielerisch wird das begonnen, dass der Hund lernt, mit demjenigen zu spielen. Das wird dann aufgebaut, so dass das Ganze in eine Suche geht, dass er anhand eines Menschengeruches dann anzeigen muss bzw. bellen muss, und das ist auch umzusetzen auf die Lawine bzw. auf die Fläche. Wie viele Suchhunde hat das Rote Kreuz in Salzburg? Jetzt momentan 30.